Heute ist ja Buß- und Bettag. Das ist ein Feiertag, den hat eigentlich die Menschheit schon fast vergessen. Weil seit geraumer Zeit ist das kein gesetzlicher Feiertag mehr und die Leute arbeiten. Ich auch. Ja. Man hat mich vor ein paar Wochen gefragt, ob ich mal wieder eine Andacht halten möchte bei euch. Habe ich natürlich gleich ja gesagt. Das kommt ja nicht allzu oft vor. Ich habe mir heute ein Thema ausgesucht. Da geht es über mutige Menschen. Wir beginnen die Andacht im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mutige Menschen. Heute brauchen wir allen Mut. In den letzten Tagen war viel von Mut die Rede. Wir haben an den Mut von Martin Luther erinnert. Martin Luther wagte es, das System der Kirche in seiner Zeit in Frage zu stellen. Wir erinnern uns auch gerne an den Mut der Menschen in der ehemaligen DDR, die sich gegen das damalige Staatssystem gewehrt haben. Sie haben demonstriert und dadurch die Mauer zum Fallen gebracht. Auch davon werden wir heute hören, von dem Mut, offen gegen die Mächtigen anzugehen, ein festes System zu hinterfragen. Doch vor allem geht es uns heute um den Mut, in uns selbst zu sehen, in uns hinein. Ihr meint, dazu braucht man nicht viel Mut? Ich sage, doch. Denn wir blicken heute ehrlich und wahrhaftig in unser tiefstes Herz. Heute, am Buß- und Bettag, geht es genau darum, um Ehrlichkeit und um Wahrheit. Der Mut des Herzens ist heute mehr denn je gefragt. Es geht nicht darum, wie wir gerne sein sollen, es geht darum, wie wir wirklich sind. Wirklich, ehrlich und wahrhaftig. Das klingt so einfach und ist doch das Schwerste, was wir Menschen überhaupt tun können. Und darum kommen wir heute zusammen vor Gott, unserem Herrn, der die Liebe ist. Wir kommen zusammen als Gemeinde, die auf Jesus Christus vertraut. Und es ist so einfach und so wahr. Vor Gott können wir uns alle nicht verstecken. Gott können wir nicht belügen. Er sieht in unser Herz, er weiß schon längst, was dort alles an Schuld, an Träumen, an gebrochenen Versprechen, an Hochmut oder an Versagen sich befindet. Gott weiß auch, so oft wir wollen, wir können ihm nichts vormachen. Wir können uns von unserem besten Licht, von unserer Schokoladenseite zeigen, so wie wir es oft vor anderen Menschen tun. Doch heute sind wir zusammen mit anderen, die auf Christus vertrauen, der uns sagt, ich bin die Wahrheit, und der uns sagt, nur die Wahrheit wird uns frei machen können. Heute sind wir Menschen, die es wagen wollen, ehrlich und wahrhaftig zu sein. Dazu braucht es den Mut unseres Herzens. So möchten wir heute wieder seiner Liebe vertrauen und uns zeigen, wer wir wirklich sind. Unsere Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit wird unser Herz für seine Liebe öffnen. Oft machen wir das nicht,
Denn oft meinen wir, wir können uns die Liebe Gottes einfach erkaufen. Wir möchten sie erkaufen mit unserem Tollsein, mit unseren beeindruckenden Leistungen, die wir im Leben verbracht haben, mit unserem Einsatz für die Schwachen, der Welt, für den Frieden, für die Gerechtigkeit. Das aber sind Ablassbriefe unserer Zeit. Wir versuchen damit, Gottes Gunst zu erkaufen. Gott freut sich sicherlich darüber, wenn wir seine Gaben nutzen, für uns und für andere. Er freut sich, wenn wir uns für Frieden und Gerechtigkeit, für den Nächsten einsetzen. Doch beeindrucken werden wir ihn damit wahrscheinlich nicht. Und lieben wird er uns dafür auch nicht mehr wie vorher. Gott möchte etwas ganz anderes von uns. Zu allen Zeiten fragte er nach dem Herzen und dem Vertrauen zu ihm, das dort wohnt im Herzen. Dieses Vertrauen nennt die Bibel Glauben. Martin Luther will uns mit seinem Allein der Glaube vor Augen und eben vor das Herz führen. Auch der Prophet Jesaja erhebt in seiner Zeit die Stimme. Jesaja, tausende von Jahren zurück. Er erhebt seine Stimme, weil die Menschen den Weg der Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit vor Gott verlassen haben. Auch er zeigt uns den Mut, sich gegen gängige Vorstellungen und ein starres System zu wehren. Und so stellte sich Jesaja hin beim großen Fest in Jerusalem. So viele sind dahin gekommen, um zu feiern, um Gott Opfer darzubringen. Tiere sind von weit her gebracht worden. Die Feuer sind angezündet, das Fett zischt. Das Blut der Opfertiere fließt. Ein vielstimmiges Blöken der Schafe und Mähen und eine heilige Stimmung liegen in der Luft. Eine große Feier in Jerusalem zu Ehren Gottes mit vielen Tieropfern. Mitten hinein beginnt Jesaja seine Rede. Hört des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt, die Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und Schafen und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und der Böcke. Jesaja weiter. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert denn euch auf, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr da vergebliche Speiseopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlungen mag ich nicht. Meine Seele ist Feind eurer Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last. Ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch! Reinigt euch, tut euren bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Lernt Gutes zu tun, trachtet nach dem Recht,
helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. Das sind harte Worte und das sind mutige Worte, einst von Jesaja gesprochen. Hart sind sie, weil Jesaja es wagt, die ganze heilige Stimmung in Frage zu stellen. So beginnt er nicht mit »Du Volk von Jerusalem«, sondern »Ihr Herren von Sodom, du Volk von Gomorra«. Jeder von euch kennt wahrscheinlich die Geschichte der beiden Städte Sodom und Gomorra. Wegen ihres sündigen Wandelns sind sie von Gott seinerzeit vernichtet worden. Sogar bis in unsere Zeit sind diese beiden Namen sprichwörtlich geblieben. Das ist hart. Und Jesaja redet weiter. Alles, was ihr hier als Opfer bringt, es bringt euch nichts. Ja, er geht sogar so weit, dass er sagt, Gott ekelt das Ganze hier an. Er ist müde davon. Alles wird ihm lästig. Denn das ist doch nicht weit, was Gott möchte von den Menschen in Jerusalem, wie auch von uns. Wie einfach denken sich die Menschen, denken wir uns Gott, dass wir uns ihn kaufen könnten? Dieser simple, einfache Gott ist aber doch nur unser ausgedachter Gott. Achtung! Der wahre, der lebendige Gott aber fragt nach unserem Herzen. Und so kann er Jesaja sagen lassen, reinigt euch, tut eure bösen Taten hinweg, lasst ab vom Bösen und dann ändert euch. Lernt Gutes zu tun, kümmert euch um die Unterdrückten, sorgt um alle, die sonst ohne Hilfe sind, wie zu Jesajas Zeiten die Witwen und Waisen. Das zu sagen, das ist mutig. So, bevor ich jetzt weitermache, denke ich, wir singen mal zwischendrin ein Lied. Den Chor haben wir ja nicht heute. Dann würde ich einfach sagen, wir singen frei, fröhlich raus das Lied, Großer Gott, wir loben dich. Ich denke, das sollte jeder können. So, jetzt brauche ich einen Mutigen, der anfängt. Keiner? Dann muss ich das machen. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir beugt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor alter Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Ja, wir hörten jetzt davon, was Jesaja früher vor tausenden Jahren dem Volk in Jerusalem sagte. Denn er stellt nun Menschen in Frage. Nehmen Sie sich das überhaupt zu Herzen? Wir lesen nichts davon, wie die Menschheit damals auf Jesajas Ansprache reagiert hat. Das müssen wir auch nicht, denn es geht ja heute um uns. Wenn wir jetzt weiterhören würden, da regten sich die Leute von Jerusalem aber mächtig auf, dann wäre das nur eine historische Notiz. Wir würden sagen, aha, so haben die das damals also gemacht. Dabei geht es heute um uns. In der Bibel sind ja, wie Luther sagte, keine Lese, sondern lauter Lebensworte. Worte,
die uns in unserem Leben berühren, ansprechen und verändern können. Manchmal treffen uns diese Worte hart, so wie die Worte des Jesajas. Wir machen aus Gott manchmal einen Kuschelgott, der uns nicht wehtun wird. Doch Gott wird uns auch harte Fragen stellen, wenn unser Leben völlig aus dem Ruder läuft. Wenn wir von dem guten Weg abkommen. So müssen die Menschen im Tempel zu Jerusalem diese Fragen aushalten. So stellt Gott uns heute am Buß- und Bettag diese Frage: Was ist verkehrt gelaufen in deinem Leben? Gott stellt uns heute diese Frage: Was ist verkehrt gelaufen in deinem Leben? Wo bist du von der richtigen Bahn abgekommen? Wo hast du nicht so gelebt, wie ich es eigentlich von dir wollte? Wo hast du andere verletzt, mit Worten oder mit Taten? Wo war dir dein eigenes Wohlergehen so wichtig, dass du andere dabei vergessen hast? Wo hast du nur so getan, als ob du an mich glaubst? Um uns diese Fragen zu stellen, braucht es unseren Mut, den Mut unseres Herzens. Und wenn wir unser Herz mutig diesen Fragen öffnen, dann werden wir auch den Trost hören. Denn sogar den Leuten in Jerusalem erzählte Jesaja vom Trost. Der Trost heißt, das, was verkehrt läuft und schlecht ist, muss doch nicht so bleiben. Du kannst dich ändern, du kannst dein Leben ändern. Das ist die tröstliche Botschaft in unserem Leben. Darum beginnt unser Herr Jesus Christus ja seine Predigt im Neuen Testament: Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ein anderes Wort für kehrt um ist: Tut Buße. Das ist der Sinn des Bußtages heute. Gott nagelt uns nicht auf unsere Fehler fest, sondern öffnet uns mit seinem Wort den Weg in eine neue, andere, bessere, schönere Zukunft. Er sagt nicht: Mit euch will ich nichts mehr zu tun haben, sondern: Kommt, hier ist der Weg, so wird euer Leben anders aussehen. Guck in dein Herz. Sag, was du bereust, was du ändern möchtest. Ich werde dir vergeben und dir einen neuen Anfang schenken. Und dann sieh auf deinen Nächsten, der deine Hilfe braucht. So wird dein Leben gelingen. Denn das ist es doch, wohin Gott uns mit seinem Wort führen möchte: ins gelingende Leben. Durch alle Schuld, durch alles Versagen, durch alle eitlen Träume und allen Hochmut hindurch. Dazu jedoch braucht es unseren Mut, unseren eigenen Mut, ehrlich und wahrhaftig zu sein. Aber Gott ist doch an unserer Seite. Öffnen wir ihm unser Herz. Lassen wir uns ruhig und hart befragen, was denn nicht gut ist. Denn der uns fragt, ist doch Gott selbst, der barmherzige, liebevolle Gott. Und dann dürfen wir einen anderen Weg einschlagen. Wir dürfen uns darauf verlassen, wir dürfen darauf vertrauen, er, unser Herr, geht mit uns. Wenn er bei uns ist, muss nichts so bleiben, wie es bisher war. Das hat auch Martin Luther erlebt. Heute hören wir wieder eine Einladung dazu, als Menschen, die auf Jesus Christus vertrauen dürfen. Gott sei Dank.
Amen. Ich möchte mit euch nun zusammen das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein Liedvorschlag. Was möchtet ihr singen? Macht hoch die Tür. Ja, ist noch ein bisschen früh, aber wir... Ja, also, wir singen Macht hoch die Tür. Ich muss gestehen, ich kann allenfalls den ersten Vers, wenn überhaupt. Ich verlasse mich auf euch. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr, der Herrlichkeit. Ein König, aller Königreich. Ein Heiland, aller Welt zugleich. Der Heil und Leben mit sich bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich an Gott. Er ist gerecht, ein echter Wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königsthron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit, all unsere Not zum Ende bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reicher Gott. Ihr singt viel schöner wie ich. So, ich bedanke mich, dass ihr alle hier wart. Es war eine schöne halbe Stunde. Ich habe mich gefreut und ich hoffe, es war ein bisschen was für euch dabei, das so ein bisschen bleiben kann. Ich wünsche euch alle noch einen wunderschönen Tag und so Gott will, wir sehen uns wieder. Ich hab's vernommen, Frau Niemeyer.